Drogenalarm auf einem psychedelischen Trance-Event in Brandenburg. Speed, Marihuana, Ecstasy und noch härtere Drogen. Die Polizei kontrolliert mit einem Großaufgebot. Caroline Düring hat unter den Kollegen einen Ruf zu verteidigen. Sie gilt als Spürnase, was Drogenkontrollen betrifft. Wenn sie im Einsatz ist, dann findet sie auch was. Letztes Jahr habe ich mir das Ziel gesetzt, die meisten Drogen zu finden oder die meisten Feststellungen zu haben. Und auch dieses Jahr möchte ich das vielleicht sogar noch toppen. Das WUF-Festival in Brandenburg, europaweit eine der ersten Goa-Veranstaltungen, hat mittlerweile schon Tradition. Bis zu 5000 Besucher, die 4 Tage und Nächte durchfeiern. Neben Alkohol nehmen viele hier auch aufputschende und illegale Drogen. Wer das Festivalgelände dann verlässt, muss eine der beiden Ausfallstraßen nehmen. Und genau hier hat sich die Polizei aufgebaut. 50 Beamte und die werden heute einen richtig großen Fund machen. Und schon eins der ersten Fahrzeuge wirkt auffällig. Der junge Autofahrer muss sofort einen Drogentest machen. Der Verdacht, er hat illegale Substanzen konsumiert und ist trotzdem Auto gefahren. Und tatsächlich, der Drogenschnelltest mit Speichel schlägt an. Durch den positiven Drogentest haben die Polizisten einen konkreten Verdacht und dürfen das ganze Auto genau durchsuchen. Lars Wittmer und sein Team räumen das komplette Fahrzeug. Wir haben jetzt hier die ganzen Sachen alle noch mal komplett auslegen lassen. Ein Grund dafür ist, dass wir hier einen Drogenspürhund haben. Und die haben das immer ganz gerne, wenn es hier so ein bisschen verteilt ist. Bei einem so heißen Verdacht kommt immer der Drogenhund Wenger zum Einsatz. Ihm entgeht nichts. Der Hund findet aber in diesem Fall keine weiteren Drogen. Dennoch wird der Fahrer mitgenommen und später eine Geldstrafe von mehreren 100 € bekommen. Die nächste Gruppe wird sogar auf frischer Tat ertappt. Der Versuch, die Drogen noch schnell zu verstecken, war eher kläglich. In diesem Fahrzeug hat der Kollege gesehen, wie halt so dieses Tütchen mit der weißen betäubungsmittelähnlichen Substanz quasi in den Rücksitz oder in die Rücktasche des Fahrersitzes gesteckt wurde. Wenn der Test bestätigt, dass es sich um Amphetamine handelt und zudem der Verdacht des Handels im Raum steht, dann haben die jungen Männer wohl nicht mehr viel zu lachen. Offenbar sind sie sich nicht bewusst, wie ernst das Ganze ist. Die genauen Ergebnisse, es sind tatsächlich Amphetamine. Der Fahrer will damit nichts zu tun haben. Angeblich wusste er nichts von den Drogen in seinem Fahrzeug. Trotzdem sind 500 € Strafe fällig. Das gehört mir nicht. Es ist zwar mein Auto, aber wir sind zu viert. Drogenkontrollen sind keine ungefährlichen Einsätze. Oft kommt es zu Übergriffen gegen die Beamten. Viele sind extrem aggressiv. Die 26-jährige Caroline Düring meldet sich in den Pausen per WhatsApp bei ihrem Freund, sagt ihm, dass alles in Ordnung ist. Ja, mein Handy habe ich natürlich immer dabei. Zu Hause, mein Freund macht sich natürlich Gedanken, gerade bei solchen Kontrollen wie heute mit Betäubungsmitteln, Personen, die mit Betäubungsmitteln zu tun haben. Man weiß nie, wie sie reagieren. Haben sie vielleicht doch noch Waffen dabei? Oder auch die Reaktion der Menschen kann man einfach nicht einschätzen. Über Zivilkollegen auf dem Festivalgelände bekommen die Beamten einen Tipp. Dieser blaue BMW soll auf jeden Fall rausgezogen werden. Ein Pärchen, das sich auf dem Gelände auffällig verhalten hat. Waren die beiden zum Dealen auf der WUF? Nach der Personenkontrolle lässt Caroline Düring auch dieses Auto ausräumen. Mit gutem Grund. Auf dem Rücksitz liegt eine Plastiktüte mit mehreren Päckchen Marihuana. Auch hier kommt Drogenspürhund Wenger zum Einsatz. Er schlägt gleich mehrfach an. Caroline Düring untersucht den Kofferraum und auch den doppelten Boden. Im Reserverad kann möglicherweise schon was sein. Mal gucken. Vielleicht hier hinten, der Hund hat eher, ich weiß nicht, ob man es vielleicht noch sieht. Man sieht die Kratzspuren von dem Hund noch. Da hat der Hund da hinten angeschlagen. Die 26-Jährige hat ein Gespür dafür, wo die Drogen versteckt sein könnten, und sie sucht genau. Da ist es. Fund! Hier haben wir jetzt eine definitiv nicht mehr geringe Menge. Ein ganzer Sack voll Marihuana. Das ist definitiv mehr als nur für den Eigengebrauch. Solchen Fund haben wir wirklich nicht alltäglich. Das ist schon immens viel. Wie viel Marihuana kann man nur schätzen. Denn die Waage streikt, sie geht nur bis 500 Gramm. Definitiv der größte Fund an diesem Partywochenende. Der 21-jährige Fahrer muss jetzt mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 3 Jahren rechnen. Ich habe auch irgendwie so ein kleines Zittern gekriegt. Ich war natürlich aufgeregt. Mit solcher Menge eigentlich nicht gerechnet. Und dass es jetzt wirklich auch noch mehr als 500 Gramm sind, hätte ich definitiv überhaupt nicht gerechnet. An 2 Tagen haben die Beamten 100 Autofahrer kontrolliert. Und einige von ihnen werden wohl bei der nächsten WUF nicht mehr dabei sein.